Toastbrot ist mit Abstand das beliebteste Brot der Deutschen. Jedes Jahr werden ungefähr 13 Milliarden Scheiben vertilgt. Und die werden meist industriell hergestellt. Was steckt genau drin im Toast? Hier wird ein Produkt richtig fett konstruiert. Ja. Ist Bäckertoast anders als der vom Discounter? Welche Zutaten benutzt der Bäcker und auf welche verzichtet er? Der Vorkoster packt natürlich mit an. Ach, Wahnsinn. Welcher Toaster ist der beste? Wir haben sie alle da, von ganz günstig bis ganz teuer. Und also das, finde ich, geht auch schon mal gar nicht, dass der Toast so rausgesprungen kommt. Außerdem, so schmeckt Toast international. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal im Leben gegessen habe. Unfassbar. Toast, feinporig, knusprig, warm. Was macht unser Lieblingsbrot so besonders? Toast, wie wir ihn alle mögen, warm und knusprig, am liebsten zum Frühstück. Süß mit Marmelade, aber auch herzhaft mit Käse oder Wurst belegt. Was Toastbrot für uns so besonders macht, möchte der Vorkoster in Köln herausfinden. Bitte nicht wundern, Björn hatte einen Unfall und geht deshalb an Krücken. 13 Milliarden Scheiben Toastbrot, also wirklich so beliebt in Deutschland. Und ich treffe mich jetzt gleich mal mit dem Lebensmitteltechnologen Dr. Stefan Lück. Und mit dem bespreche ich mal, was so drin ist im Toastbrot. Stefan Lück ist Lebensmittelprofi und heute unser Toast-Experte. Stefan, grüß dich. Oh, ich sehe, du hast auch ein Hinkebein. Ja, ja. Meine, beide, die dir. Aber ich kann dir gerne meinen Hocker auch mal danke, rein. Also ich komme noch so klar. Aber lieb von dir. Schön, dass du Zeit hast. Ja. Stefan, es geht ja um Toastbrot. Es ist ja so, also eigentlich sollen wir ja mehr Ballaststoffe essen. Ja. Aber das im normalen Toast sind die wahrscheinlich eher weniger enthalten. Nee, die haben wenig gesehen. Darum geht es ja. Die Frage ist ja, warum ist es so beliebt? Mhm. Klar, ich muss wenig kauen. Mhm. Es hat eine leichte Süße. Ja. Es löst sich im Mund sehr schnell auf. Und ja, und deswegen ist es so beliebt. Aber das muss man erst mal hinkriegen. Weil du gerade sagtest, leicht süß. Mhm. Ist da zum Teil auch Zucker zugesetzt? Ja, definitiv. Ja. Also, es ist schon deutlich mehr Zucker drin als zum Beispiel bei einem Weizenmischbrot oder Roggenmischbrot. Wir können mal draufschauen. Ja. Das liegt ungefähr bei 4-5%, werden wir immer irgendwo finden. 3,5 Gramm. Ja, ja, genau. Mhm. Und manche sind ein bisschen süßer. Mhm. Liegt einfach auch daran, nicht nur, dass es etwas süßer schmeckt, sondern, was auch wichtig ist, es muss ja ein gewisses Bräunungsverhalten haben. Ah. Ja, also hier sehen wir, hier wird ein Produkt richtig fett konstruiert. Ja. Das klassische Toastbrot zeichnet sich durch seine Kastenform und eher dünne Kruste aus. Das wichtigste Kriterium, eine feine Porung im Inneren. Denn diese Feinporigkeit macht den Toast nach dem Rösten so knusprig. Die größten Toastbrotproduzenten in Deutschland sind zwei Industriebäckereien, Harry und Liken. Und hinter vielen Supermarkteigenmarken verbergen sich diese beiden Hersteller. Ein Grund, warum Toast so günstig ist, die Menge macht's. Kleine regionale Bäckereien können da preislich nicht mithalten. Ich habe jetzt mal Kölner Preise gehört. Ja. Ein Bäcker-Toast kostet hier 5,20 Euro. Wenn ich jetzt so eine Riesenpackung hier kaufe, die liegt bei irgendwo zwischen 1,50 Euro und 2 Euro. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, es ist aber auch ein Handwerksbetrieb. Ja. Der muss Arbeitszeit reinbringen und er macht es ja auch sehr sorgsam. Und er macht es mit natürlichen Zutaten. Und die Industrie? Welche Zutaten setzt die Großbäckerei ein, um das beliebte Brot herzustellen? Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen aufklären zu den Zusatzstoffen? Also was könnten oder was dürfen da für Zusatzstoffe rein? Punkt 1 ist natürlich das Mehl. Mhm. Ja, das Mehl kann unterschiedliche Qualität haben, sehen wir nicht. Neben Weizenmehl ist häufig Weizenmalzmehl enthalten. Das beschleunigt die Gärung. Und Ackerbohnenmehl, das vergrößert das Backvolumen. Außerdem? Dann kommt auch Zucker rein. Und zwar nicht normaler Zucker, sondern oft sogenannter Invertzucker. Mhm. Invertzucker, also der billigste Zucker. Der billigste Zucker. Und zur Haltbarmachung? Und da gibt es drei Verfahren, diese Sache in den Griff zu kriegen. Mhm. Punkt 1 ist, dass ich einen Konservierungsstoff einsetze. Ja. Natriumacetat wird dafür genommen, wird deklariert als Säureregulator. Ist in fast allen Produkten, die ich sehe, drin, eigentlich in allen. Mhm. Zweiter Punkt ist, in der Verpackung wird das Brot noch mal pasteurisiert, also noch mal kurz erhitzt. Ganz kurz nur. Ach, krass. Okay. Und dann, bam, gehen alle vegetativen Keime kaputt. So, dritte Aktion, die hatte ich eben schon erwähnt, sind die Enzyme. Es gibt Enzyme,
die wirken gegen Bakterien. Diese drei Maßnahmen kombiniert, die führen dazu, dass das Produkt praktisch gar nicht schimmeln kann. Diese Enzyme stehen nicht auf der Packung, denn sie müssen nicht deklariert werden. Das mit der Haltbarkeit wollten der Vorkoster und sein Team genauer wissen. Wie lange hält sich Toastbrot? Und unterscheiden sich Bäcker- und Industrietoast? Stefan, meine Redaktion, die haben mal einen schönen Test gemacht. Die haben mal hier Industrietoast, original verpackt, einfach liegen lassen. Tag 1 ist klar, ist nichts. Tag 10 auch nichts zu sehen. Tag 15 auch nichts zu sehen mit Schimmel. Dann auch mal geöffnet. Also Luft reinkommt. Luft reinkommt. Trotzdem auch an Tag 15 nichts. Dann kommt jetzt der Bäckertoast. Der wird ja meist auch in dieser Plastikverpackung. Da bin ich gespannt, ja. So, Tag 10 bildet sich schon der erste Schimmel. Ja. Tag 15, Wahnsinn. Ja. Und geöffnet auch noch mal. Auch sofort Tag 10, Schimmel. Tag 15 auch komplett verschimmelt. Bäckertoast luftdicht verpackt. Auch Tag 10 komplett verschimmelt. Ja, also Tag 15 willst du gar nicht sehen. Ist gefärbt, grün gefärbt. Ja. Der Industrietoast zeitgleich luftdicht verpackt. Nicht zu erkennen. Klares Ergebnis, der Toast aus dem Supermarkt hielt sich deutlich länger als der vom Bäcker. Die Industrie, muss ich sagen, ist schon, glaube ich, sehr safe. Ne? Ja. Sehr safe. Aber wann fängt Industrietoast an zu schimmeln? Und schimmelt er überhaupt? Die Vorkoster-Redaktion hat den Test weitergeführt und tatsächlich am 26. Tag eine kleine grüne Stelle. Der Bäckertoast ist zu diesem Zeitpunkt kaum noch als Brot zu erkennen. Also nochmal Schimmel sowieso nicht dann die nächste Scheibe nehmen oder gucken, da ist weniger dran oder so. Ne? Also Schimmel gleich weg, oder? Sofort weg, weil der Schimmel selber, den ich sehe, ist gar nicht das Problem. Ja. Sondern der Schimmel produziert Gifte. Und die Gifte, die gehen in das Lebensmittel rein, das sehe ich gar nicht. Ja, also da, wie bei Marmelade, weg damit. Toastbrot ist ein Brot, was ich sofort essen soll. Muss ich denn jetzt beim Industrietoast überhaupt irgendwie auf die Lagerung achten? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, aber ich würde es auf jeden Fall verschlossen lagern, weil sonst trocknet es aus. Bei dem Bäckertoast, der jetzt so schnell schimmelt, wie lagere ich den trotzdem am besten? Wie ein normales Brot auch, im Brotkasten. Ja, und dann alsbald verzehren, spätestens nach zwei Aber Tagen. Aber trotzdem in der Folie lassen? Nee, ich will ihn nicht in der Folie lassen, weil da staut sich dann wirklich die Hitze, sag ich schon. Da staut sich im Prinzip die Feuchtigkeit und dann kann es schneller schimmeln. Also wie ein normales Brot auch, in Brotkasten, Ton oder was es da alles gibt. Bleibt die Frage, wie gesund ist Toastbrot eigentlich? Manche denken ja, weil so ein Toastbrot nichts wiegt, alles, was ich Leichtes esse, bleibe ich auch schlank. Aber ja, es sättigt halt nicht. Ja? Und wie wir Technologen immer sagen, Sättigung ist das Gift des Konsums. Ja? Also es darf nicht sättigen. Ja, und das haben wir hier natürlich super. Es gibt natürlich auch noch Vollkorntoast. Ne? Und das haben wir hier. Und da sagt der Gesetzgeber, da muss eben 90% des Anteils an Mehl muss auch Vollkornmehl sein. Okay. Das ist auch so. Aber es ist oft einfach nur Weizenkleie zugemischt worden. Ja? Und am Ende des Tages das ist dann das normale Brot. Mit anderen Worten, da ist eine Menge Luft drin. Ja? Und es sättigt ähnlich wenig wie normales Toast auch. Aber ich sage jetzt mal ernährungsphysiologisch, sage ich, okay, das ist so der Einarmige unter den Blinden. Also nach dem Motto, wenn man schon Toast isst, hey, dann wäre Vollkorntoast ganz gut. Stefan, vielen Dank, das war echt super spannend. Und wir sehen uns ja noch mal wieder, weil wir wollen ja herausfinden, wie wird der Toast in Deutschland gegessen zum Frühstück und wie bei unseren Nachbarn. Ganz genau so. Ja, ich freue mich. Bis später. Und dann gibt's Toast International. Britisches Gurkensandwich mit royalem Flair. Holländisch Pikantes, klar mit Käsefüllung. Und süße Toastsünde aus den USA. Einfach köstlich. Doch erstmal geht der Vorkoster auf Spurensuche. Wie gelingt die feine Porung beim Toast? Von den großen Industriebäckereien hat der Profikoch nur Absagen erhalten. Deshalb besucht Björn Freitag heute die kleine Backmanufaktur von Hardy Kreutschmann in Grefrath am Niederrhein. Hardy backt noch regelmäßig Toastbrot für seine Kunden. Damit ist er einer der ganz wenigen Bäcker in Deutschland. Hardy! Grüß dich. Ja, grüß dich. Hi, so, Björn. Grüß hallo. Dich. Hi. Na? Hadi, wir backen heute Toastbrot zusammen. Genau, richtig. Ich habe schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Jetzt will ich erst mal wissen von dir. Ja. Als guter Bäcker, ist man da mit so einem Toastbrot total unterfordert?
Ist halt so ein Möchte ich nicht sagen. Also ich sag mal, da sind schon einige Parameter, die muss man schon sehr genau beachten, damit das Toastbrot auch wirklich so gelingt, wie man es haben will. Und als Bäcker ist man oftmals noch kritischer als der Verbraucher an sich. Die Zutaten für Hardys Toast: Weizenmehl und Vollmilch, Butter, Zucker, Salz, Sauerteig, Eigelb und Hefe. Im Gegensatz zur Industrie verzichtet der Bäcker auf Ackerbohnenmehl, Natriumacetat, Invertzuckersirup und zugesetzte Enzyme. Hardy, was ist denn der erste Schritt jetzt? Jetzt müssen wir unser Mehl sieben. Mhm. Abgewogen habe ich schon, da habe ich schon mal was vorbereitet. Das sind jetzt 20 Pfund, also 10 Kilogramm feinstes Weizenmehl Typ 550. Also nicht das 405er, was die Hausfrau sonst hat. Die große Frage ist, ist das das Mehl, was man auch im Supermarkt kaufen kann? Man kann es kaufen, aber das ist nicht das, was in den riesen Paletten steht. Ja. Das ist der Typ 405er in der Regel. Okay, also 550er. 550er. Viele haben das. Unsere Zuschauer wollen das ja vielleicht auch nachbacken. Jetzt bin ich ja heute keine große Hilfe für dich. Hast du denn sonst hier Mitarbeiter oder machst du alles alleine? Ja. Nee, da habe ich Gott sei Dank noch viele nette Damen, die mich hier tatkräftig unterstützen. Soll ich das Sieb halten? Das wäre lieb. Hör mal, das so. Ich störe so ein bisschen. Ja. Und jetzt müssen wir quasi ein bisschen rütteln. Genau. Und sag mal, jetzt haben wir ja Mittagszeit. Mhm. Ihr habt jetzt den Laden auch zu. Genau. Wann stehst du morgens auf? Also ist ein bisschen unterschiedlich, aber in der Regel so gegen zwei. Zwei Uhr. Zwei Uhr. Du machst aber heute Überstunden hier, ne? Ja, genau. Also euch zuliebe mache ich jetzt mal was länger. Zum gesiebten Mehl kommen Hefe, dann Milch, gleich noch Zucker. Jetzt, du weißt schon, alles? Zucker natürlich nie auf die Hefe, also irgendwo hier in der Ecke, wo keine Hefe ist. Weil Zucker und Hefe, genau wie Salz. Ich dachte immer, die Hefe braucht den Zucker. Ja, aber nicht direkt drauf, weil das magst du nicht. Ah, okay. Ganz einfach so mit drauf. Der gleiche ist Salz. Ja, auch hier so am Rand. Auch am Rand, genau. Die Knetmaschine legt los. 5 Minuten auf kleinster Stufe. Jetzt kommt der Geschmack mit Jetzt rein. Kommt der gute Geschmack. Ja. Ah, so gute Butter, ne? Das ist ja goldig. Also die einmal hinein, 2 Stück. Ja. Es folgt der Sauerteig. Jetzt geht er schon in die Schnellknetphase. Das heißt, jetzt gibt er richtig Gas. Mhm. Das kostet jetzt einen Haufen Strom. Also jetzt geben wir hier so ganz langsam das Eigelb mit rein. Das Eigelb verteilt sich im Teig, macht ihn aber nicht klebrig. Nach weiteren 12 Minuten ist der Toastteig fertig. Er sieht schon so ein bisschen aus wie Pizzateig. Hm? Ja, also von der Ausknetzeit her ist er das eigentlich auch. Boah, ist jetzt zäh. Man test, ne? Ja, man kann das sehen. Guck mal, ich pieke jetzt mal hier nur ein kleines Stück Lecker. Ab. Jetzt guck mal hier, wie schön man den auseinanderdehnen kann. Ne? Der ist ja so cremig fast. Ja, und jetzt sieht man, Ja, kannst du Zeitung durchlesen. Kann man jetzt Zeitung durchlesen, ne? Nach dem Portionieren und Abwiegen zeigt Bäckermeister Hardy dem Vorkoster gleich die 3 gängigsten Verarbeitungsmethoden für Toast. Jetzt müssen wir erstmal das Toastbrot in eine Grundform bringen. Ich mach's einmal schnell und zeig's dir auch langsam. Das heißt, ich arbeite den hier rund auf. Rund wirken. Ja, genau. Ich wirke das Ganze rund. Oh, da stelle ich mich ja immer komplett blöd an. Du drückst quasi mit der einen Hand den Teig ein bisschen nach außen. Zieh es nach innen. Nach außen, innen, außen und drückst wieder innen. Und du siehst dann automatisch, wie er sich rund formt. Mhm. Und was wichtiger ist, du kriegst Spannung in den Teig. Und das ist hier jetzt auch schon das erste Mal, dass wir die Poren ein klein wenig verkleinern. Feinporigkeit, das wichtigste Kriterium für guten Toast. Jetzt habe ich hier 3 wirklich mal weggenommen. Oder 3. Das sind 3 zusammen jetzt. Das sind 3 zusammen. Mhm. Und da zeige ich dir jetzt mal nachher, wie wir aus dieser großen Presse nachher die 10-Stück-Methode machen. Damit der während der Entspannungszeit nicht trocken wird, habe ich hier ein Vlies. Okay. Und das decke ich jetzt einmal hier rüber. Also zu Hause einfach dann Klarsichtfolie oder irgendwas. Genau. Auch wesentlich für guten Toast: Nach jeder Arbeitsphase muss der Teig kurze Zeit abgedeckt ruhen. Also bis hierhin fand ich, es war schon recht anspruchsvoll. Also es gibt schon einige Sachen, die man beachten muss. Und ich bin mal gespannt, wie anspruchsvoll das weitergeht jetzt. Nach einer kurzen Ruhezeit beginnt Hardy mit der sogenannten Ten Pieces oder Wirkling-Methode. Das sind die Platten, wo man eigentlich Brötchen auch mitmacht. Ja, ne? Richtig, genau. Der Teig wird auf der Wirkplatte gleichmäßig verteilt. So, jetzt haben wir unsere Presse mit dem Teig.
Ach, Wahnsinn. Ja, das Gute ist halt, dass die Maschine durch dieses Rundwirken viel Gärblasen schon rausrüttelt. Mhm. Weil wir wollen ja fürs Toastbrot eine ganz feine Struktur haben. Und wieder heißt es abdecken und ruhen lassen. Zeit für die nächste Herstellungsvariante, die sogenannte Four-Pieces-Methode. Und jetzt kommt Folgendes, damit wir die jetzt auch in vier Stücke teilen, gebe ich auch mal einen Schaber. Guck mal, das ist jetzt ganz einfach. Wir machen jetzt erstmal in der Mitte. Und jetzt legen wir die einfach übereinander. Richtig. Und jetzt nochmal. Die vier Teile legt Hardy nun in die Kastenform. Würde man den Teig als Ganzes einfüllen, würde der Leib eine sogenannte Taille bilden, sich also in der Mitte zusammenziehen. Die Four-Pieces-Methode verhindert das. Jetzt hast du hier diese Four-Pieces, drei Stück. Ja. Und das ist jetzt ausreichend. Das ist die Four-Piece-Back. Genau, das ist die Four-Pieces-Back-Methode. Okay. Weiter geht's mit der Ten-Pieces-Methode. 10 kleine Kugeln werden eng hintereinander gelegt. So entsteht später die gewünschte feine Porung im Brot. Sehr schön ist das. Also, ja, hat doch was. Zum Schluss wieder Handarbeit. Für die sogenannte Twist-Methode muss der Vorkoster flechten. Hardy macht's vor und Björn nach. Boah, das ist schon schwer. Ab in den Kasten. Jetzt müssen die Teige im Formenverband, wie der Bäcker sagt, ruhen. Erst dann geht's in den Ofen. Aber lass mich raten, du hast schon welchen fertig gebacken. Woher hast du das gewusst? Ja, ich sehe da schon so viel Toast da vorne. Und so sehen die handgemachten, fertigen Toastbrote aus. Optisch ein Highlight. Aber jetzt ist mir auch mal bewusst geworden, warum du so ein Brot nicht für 1,50 Euro anbietest. Richtig, genau. Das ist ja so viel Arbeit. Darf ich mal einen anschneiden? Ja, genau. Komm, schneid mal einen an. Gucken, ob da auch keine Löcher drin sind. Genau. Ah, oh, guck mal hier. Feinporig, wie ein guter Toast sein soll. Hadi, dann probieren wir das Ganze jetzt noch mal getoastet. Ja, da bin ich schon neugierig. Ja. Das ist schon echt ein toller Toast. Wow. Kann man gar nicht beschreiben, warum der so lecker ist, aber irgendwie schmeckt der nach mehr. Hardy, vielen Dank. Vor allen Dingen war das super spannend hier, dass ich mir die ganzen Methoden mal angucke. Ja, bitteschön. Ja. Also der Bäckertoast schmeckt wirklich fantastisch und es lohnt sich auf jeden Fall, dafür mal einen Euro mehr auszugeben. Und Toast kann mehr. So lecker essen ihn unsere Nachbarn. Toast international. Wir Deutschen, wir essen ja am liebsten unser Toast morgens frisch getoastet mit Butter und Marmelade. Aber wie sieht es eigentlich bei unseren Nachbarländern aus? Ich habe heute Nana hier, die steht jetzt für Amerika. Die Studentin aus Ohio ist mit French Toast groß geworden. Wie der geht, das zeigt die US-Amerikanerin gleich. Du bist heute mal stellvertretend für die Niederländer. Jawohl, dann mach ich die Toasties. Gefüllt mit Käse und Schinken. Und ich selber, ich gehe heute nach England rüber. Und in England, da gibt es ja diesen ganz berühmten Cucumber-Toast, also das Gurkensandwich. Ne? Für diese typisch britische Teebeilage braucht man Toast, Dill, Salatgurken und Butter. Los geht's mit dünn gehobelten Salatgurken. Gut, die gebe ich jetzt auf den Sieb. So. Und das Schöne ist ja heute, wir müssen das nicht alles selber essen, sondern wir haben nachher noch ein paar Gäste eingeladen. Und die probieren das dann mal. Jetzt mache ich erstmal gut Salz dran. Und die lassen wir jetzt so 10 Minuten ziehen. Ich mache gleich French Toast. Das wird halt zum Frühstück gegessen, zwischendurch als Snack, weil es ja ganz leicht geht. Zutaten hierfür: Toast, Milch, Eier, Zucker, gerne auch frische Beeren. Kann man das auch mit altem Toast machen? Genau, es wird meistens auch mit altem Toast gemacht. Wenn das ja schon trocken ist und das nicht mehr so frisch ist, kann man das dann einfach wiederverwerten, indem man daraus French Toast macht. Okay. Manchmal legt man auch sogar den Toast zum Austrocknen hin, damit es dann ein bisschen knuspriger von außen ist. Ja, das heißt, je älter das Brot, umso besser. Zuerst werden Eier aufgeschlagen. Ich glaube, es gibt so ein Pendant in Deutschland dazu. Ich glaube, das nennt man armer Ritter. Das hat man auch früher so mit altem Weißbrot gemacht. Ja. Ja, so ein bisschen ähnlich. Genau, nur ein bisschen süßer. Prise Salz. So, mit Prise Salz wird erstmal durchgerührt mit den Eiern. Also von mir aus können wir ruhig ein bisschen Zucker reinmachen. Ja, genau. Zucker kommt auf jeden Fall rein. Okay. Den Zucker mit dem Ei verquirlen. Dazu ein ordentlicher Schuss Milch.
fehlt das Wichtigste, nämlich eine Prise Zimt. Okay, haben wir hier. Geschmacksträger, genau. Zimt wird in Amerika auch das ganze Jahr über verwendet. Ja, Cinnamon, also es gibt... Bei uns in Deutschland ist es ja oft sehr weihnachtlich. Genau, nee, bei uns ist es ganzjährig. Während die Butter in der Pfanne schmilzt, den Toast schön eintunken in die süße Masse. Zum Schluss werden die Toasts in der Pfanne goldbraun gebraten. Also was ich ja mache, sind diese Toasties. Mhm. Ja, dafür nimmt man so einen Sandwich-Maker. Ich kann mal kurz aufmachen, dann sieht man das vielleicht. Ja, hier diese einzelnen Feller. Ja. Das Tolle ist, hier können wir 4 Stück auf einmal machen. Für das niederländische Sandwich braucht man Toast, gekochten Schinken, Gouda, Tomaten, Paprika und Lauch. Stefan, du hast jetzt aber wirklich für eine ganze Kompanie vorbereitet. Ja gut, es kommen ja gleich noch Gäste. Also du findest es besser, wenn du das klein geschnitten hast. Ja, ich finde es einfach feiner, ne? Feiner, weil es nachher sich mit dem Käse auch ein bisschen verbinden soll. Ja. Und das Wichtigste ist aber, dass man hier die Toast erstmal mit ein bisschen Butter bestreicht. Ja. Weil wenn ich da rein tue, das ist ja alles sehr flüssig, dass da nicht alles so durchsuttert. Klein gewürfelt lassen sich die Zutaten auf dem Toast gut portionieren und verteilen. Dann heißt es, ab in den Sandwichmaker. Inzwischen sind die ersten French Toasts fertig. Nana, was müsste ich denn jetzt tun, um so ein bisschen davon schon mal probieren zu dürfen? Ja, du dürftest gerne probieren. Ja, ich meine, echt? Je wärmer es ist, umso leckerer. Ja. So, den Geschmackscut. Wirklich? Das schmeckt ja echt wie Pfannkuchen. Ja, genau, das ist Pfannkuchen für Faule. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal im Leben gegessen habe. Unfassbar, könnte man jetzt 3 so French Toasts vergessen. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Jetzt wird's eher britisch fein. Also ich schneide jetzt eben hier bei dem Toast die Rinde ab, weil in England wird auch immer die Rinde abgeschnitten. Wenn du Lust hast, mir zu helfen. Ja, gerne. Da haben wir ja normale Messer, wenn du vielleicht ein bisschen Butter draufstreichen könntest. Weil, das ist ganz wichtig, wenn man jetzt hier nur die Gurken drauf macht, dann kann es auch zu suppig werden. Die Butter dient quasi als Schutzschicht. Dill und Essig an die Gurken, fertig ist die Marinade. Und das wird auch zum Frühstück gegessen oder als Snack? Also klassisch gibt es die ja sogar zum Afternoon Tea. Ne? Ah. Hast du schon mal gehört, so dieses klassische Tea Time? Ja, genau. Da machen die ja sowohl süße Sachen, also aus diesen Scones gibt es dann. Da gibt es aber auch Kuchen, da gibt es dann, wie gesagt, auch Gurkensandwiches. Oh. Die marinierten Gurken geben dem Sandwich, das ungetoastet serviert wird, den frische Kick. Unvergessen, auch die Queen liebte Cucumber-Sandwiches zur Tea-Time. Toast international, so essen ihn unsere Nachbarn. Die Briten ungetoastet mit Gurken zum Tee. Die Amerikaner gern in Ei und Milch getunkt, warm aus der Pfanne mit Beeren und Puderzucker. Und die Niederländer als warmes Sandwich, natürlich gefüllt mit heimischem Käse. Bereit zur Verkostung. 8 Gäste hat der Vorkoster zur internationalen Toastparty eingeladen. Wie kommen die Toastvarianten nun an? Als erstes die britisch-royalen Gurkensnacks. Der Gurke ist frisch. Ja. Mhm. Du guckst gerade so, als wenn ich dich vergiften wollte. Das ist so, ich mag diese Konsistenz nicht, wenn das so komplett ungetoastet, ungetoastet ist. Ich finde diese Dill-Gurken-Kombi richtig gut. Auch noch Dill. Nee, ist auch nicht so gut. Ach, Dill ist auch nicht so nett. Auch mit der Gurke. Gut? Mhm. Ja. Und wie sieht's mit dem Toasty aus? Das ist auch lecker. Lecker. Sehr lecker, auf jeden Fall, ja. Und der French Toast aus den USA? Das ist auch für zwischendurch mal was, ne? Wenn man so sagt, Mensch, ich hab einen kleinen Hunger. Oh, der ist mega. Hammer, oder? Oh. Ja? Ist gut, ne? Besser als Gurkensandwich. Ja. Für dich war es überraschend jetzt? Also hast du 9 Lieblinge gefunden? Irgendwie? Auf jeden Fall. Ja? French Toast. Boah, der ist echt eine Sünde wert. Ja. Toast mal ganz anders. Süß, pikant und frisch. Bei unseren Testessern war für jeden was dabei. Ja, und das war's zum Thema heute Toast international. Ich fand's wirklich sehr abwechslungsreich. Beim Thema Toast liegt ein Toaster-Test nahe. Hierfür ist Björn mit seinem Fahrer auf dem Weg nach Rheine im Münsterland.
Also was ich auch nicht wusste, ist, der Toaster ist das meistgekaufte Haushaltsgerät in Deutschland, noch vor der Kaffeemaschine und dem Wasserkocher. Und ich will heute mal verschiedene Toaster testen, habe 4 mitgebracht. Ja, und was die Toaster so können, das teste ich jetzt gleich mit Familie Oppermann. Wie die meisten Deutschen isst Familie Oppermann ihr Toastbrot zum Frühstück. Damit alle gleichzeitig essen können, haben sie einen 4-Schlitz-Toaster. Für eine 4-köpfige Familie praktisch, aber selten. Was muss ein guter Toaster können? Diese 4 sind heute unsere Toast-Tester. Papa Hanno, Mama Heidi, Sohn Mats und Tochter Emma. Hallo, hi, grüß dich. Hallo. Na, werden wir schon erwartet? Ja. Ja? Oh. Ja, ich habe leider einen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Deshalb habe ich Hilfe mitgebracht heute. Komm rein. Hallo. Die 4 Toaster sind zufällig ausgewählt. Im Vergleich ein günstiges Modell, 2 aus der mittleren Preisklasse und ein Luxustoaster. Der Toaster von OK ist der günstigste im Test, ist für 2 Toastscheiben geeignet und kostet nur 15,99 Euro. Der Langschlitztoaster von Bosch röstet 2 Toasts oder längere Brotscheiben. Er hat einen hochklappbaren Brötchenaufsatz und kostet 36,39 Euro. Das Gerät von Philips ist ein 2-Schlitztoaster und hat ebenfalls einen integrierten Brötchenaufsatz. Preis 27,99 Euro. Zum Schluss der Luxustoaster von Tinko für 2 Toastbrotscheiben. Mit vielen Funktionen wie Display und Touchscreen zur Steuerung des Bräunungsgrades. Jeder kann auch individuell seine Wunschbräune speichern. Preis 339 Euro, aber Brötchenaufsatz, Fehlanzeige. Heute stehen jedoch nur die Grundfunktionen im Fokus. Schön, dass ihr alle Zeit habt. Heidi, ihr seid wirklich toastbegeistert, oder? Wir essen eigentlich sehr gerne Toast, weil der ist halt im Regelfall da. Ihr habt euch ja jetzt schon mal so ein bisschen hier die 4 Toaster angeguckt. Also jeder von euch wird jetzt gleich einen der 4 bedienen. Ja. Ihr kennt euch gut aus. Also ihr wisst auf jeden Fall, wie der Toast hinterher schmecken muss, wie er aussehen muss. Ja. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir starten. Jeder nimmt sich schon mal eine Scheibe Toast in die Hand. Mittlerer Bräunungsgrad und ich drücke dann hier die Starttaste. Testkategorie 1, Bedienungsfreundlichkeit. Gewünscht ist ein Toast mittlerer Bräunungsstufe. Wie leicht ist das einzustellen? Heidi, bei dir alles klar mit der Einstellung? Also 1 bis 8 geht. Ich würde mal sagen, 4 ist mittlerer Bräunungsgrad. Mhm. Aber das ist schwer zu sehen, weil dieser Strich, wo man erkennt, was man eingestellt hat, ist schwarz. Das ist nicht gut zu sehen. Ja, also bei mir ist 1 bis 6, deshalb... Ja, 3 bis 4 würde ich jetzt mal einstellen. Beim Langschlitz-Toaster ist der Regler gut zu erkennen. Ja, bei mir, ich habe hier von 1 bis 6, 7, würde ich auch so bei 3 bis 4 einstellen. Der Regler vom OK-Toaster, weiß auf weiß, nicht optimal zu erkennen. Beim teuren Tinko-Toaster sind rechte und linke Seite per Touchscreen individuell einstellbar. Aber viele Knöpfe, viele Möglichkeiten. So simpel wie ein einfacher Drehknopf scheint die Bedienung hier nicht zu sein. Ja, ich würde sagen, das ist mittlere, oder? Ja. Ja. Ob sich Björn da nicht etwas vertut? Wir werden sehen. Fazit zur Bedienungsfreundlichkeit. Der Punkt geht an den Bosch-Toaster. Er ist einfach zu bedienen. So, dann startet alle. Auf die Plätze, fertig, los. Los. Testkategorie 2, Schnelligkeit. Gewünscht ist ein Toast mittlerer Bräunungsstufe. Welches Gerät toastet am schnellsten? So, der erste ist fertig. Oh krass, wie schnell. 2 Minuten. Oh. So, 2 Minuten 20. Ui. Oh. Oh, so. 2 Minuten 40. 3 Minuten. 3 Minuten. Ergebnis: Der Punkt für Schnelligkeit geht an den Philips-Toaster aus der mittleren Preisklasse. Testkategorie 3: Gleichmäßige Bräunung. Welcher Toaster hat beide Seiten am gleichmäßigsten getoastet? Also bei dem hier fällt auf, dass der auf der Außenseite deutlich weniger getoastet ist als auf der Innenseite. Bei mir ist die Innenseite ziemlich dunkel und riecht auch schon ein bisschen angebrannt. Und auf der Rückseite ist der relativ. Aber ja, Hanno, überleg mal, das war jetzt mittlerer Bräunungsgrad. Ja. Wenn er jetzt schon so dunkel ist,
Was soll dann sein, wenn du den auf 6 oder Stufe 7 stellst? Ne? Das wird witzig. So, hier. Hier, das ist die Innenseite. Ja. Die ist schon. Für mich ist das sehr gut, ja, der Bräunungsgrad. Nur oben ist halt. Auch die Ränder gar wieder nicht schön. Ne? Und auf der Rückseite ist fast gar nichts getoastet worden. Hier sieht man die Streifen vom Toaster, wo die Streifen lang sind. Und dazwischen ist halt auch ziemlich dunkel geworden. Etwas zu dunkel. Aber Björn hatte eine solch dunkle Röstung ausgewählt. Der günstigste hingegen sollte nach Bedienungsanleitung goldbraun toasten. Ergebnis? Eine Seite ist stellenweise fast schwarz geworden. Wenn das am Morgen schnell gehen muss und euch ist der Toast verbrannt, kratzt ihn auf keinen Fall ab. Okay. Weil es bildet sich so viel Acrylamid und Acrylamid ist einfach im Verdacht, Krebs zu erregen. Okay. Deshalb einfach Finger davon lassen. Okay. Aber wenn man sich den mal anguckt, vom Bräunungsergebnis schon das Beste, weil er am gleichmäßigsten ist. Ne? Und von beiden Seiten gleich. Ja. Ergebnis, am gleichmäßigsten toastet der Digitaltoaster. Ein Punkt für das Luxusgerät von Tinko. Testkategorie 4, TK-Toasts. Welches Gerät röstet tiefgefrorene Toasts am besten? So, da haben wir jetzt den tiefgefrorenen Toast. Ja. Hart. Hier haben wir eine Taste für gefrorenen Toast, hier auch. Ich habe keine Taste, ich habe keine Frost-Taste. Dann machst du einfach wie gerade. Okay. Ich probiere es auf mittlere Stufe, nicht auf schwarz. Nicht auf Kohle. Also, was ich hier jetzt gleich wirklich spannend finde, ist, ich habe den linken Toast brauner eingestellt als den rechten. Okay. Und da gucken wir gleich mal, ob das wirklich passt. Nee, also, das ist aber klassisch. Das sieht aber gut aus, oder? Das sieht gut aus. Ja. Oh, Toast geil. Also bei mir ist gar nichts. Also das, finde ich, geht auch schon mal gar nicht, dass der Toast so rausgesprungen kommt, dass sie alle daneben liegen. Ja. Aber das ist, weil der Toast so klein. Weil bei mir wird der Hund sofort den Toast wegschnappen. Ja, gut, ich habe jetzt hier wirklich auf sehr helle Bräunung eingestellt, aber schon ein Unterschied. Ne? Auch die beiden Toaster ohne TK-Taste wurden getestet. Testergebnis? Ein Punkt für den günstigen Toaster ohne TK-Taste. Außerdem je ein Punkt für den Philips-Toaster und das Luxusgerät von Tinko. Fazit. Im subjektiven Toaster-Test schnitten der hochpreisige Tinko-Toaster und das mittelpreisige Philips-Modell insgesamt besser ab. Aber irgendwelche neuen Erkenntnisse jetzt für euch? Oder? Ich finde erstaunlich, dass so aus dem, wenn man die Preissegmente so vergleicht, klar, der ist jetzt natürlich High-Tech und der kann viel. Wenn man die beiden nimmt, also da finde ich, ist der schon echt am besten. Okay, über den braucht man nicht reden. Aber der hier schon. Der kann nur heiß oder Kohle. Wenn man 15 Euro nur ausgeben will, dann darf man auch nicht zu viel erwarten. Genau. Und dann muss man ab und zu schon mal gucken, ob der Toast nicht zu dunkel wird. Ja. Aber unterm Strich machen alle nur einen Toast. Ja. Und jetzt wird mehr als nur getoastet. Ein 3-Gänge-Menü mit Toastbrot. Zum Schluss koche ich natürlich auch noch ein bisschen. Und da machen wir heute den absoluten Toast-Klassiker, nämlich Toast Hawaii, aber mit frischer Ananas. Dann noch eine leckere Vorspeise und ein Dessert. Und ich habe mir natürlich wieder Unterstützung eingeladen. Foodbloggerin und Kochbuchautorin Emmy. Hallo Emmy, grüß dich. Hallo, grüß dich. Schön, dass du Zeit hast. Emmy Prolitsch aus Köln ist seit 6 Jahren Foodbloggerin mit rund 600.000 Followern. Wir machen ja heute zusammen 3-Gänge-Menü. Das heißt, wir fangen wahrscheinlich mit der Suppe erstmal an. Weil die braucht ja immer am längsten. Mit Croutons aus Toastbrot. Dazu braucht man Toast, Blumenkohl, Sahne, Gemüsebrühe, Muskatnuss und Zwiebeln. Die finde ich persönlich total lecker. Und was ich schon als Kind immer geliebt habe, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Croutons in der Suppe. Konnte ich gar nicht genug von kriegen. Der Blumenkohl wird klein gezupft, gleichzeitig werden Zwiebeln in Butter glasig gedünstet. Anschließend kommt der Kohl dazu. Ich würze ja immer gerne so mit Geschichten wie Muskatnuss oder so, in dem Moment, wo es noch anschwitzt, damit die Kräuter oder die Gewürze die ätherischen Öle besser entfalten können. So, Salz können wir schon mal dran geben. Und Pfeffer. Dann mache ich so einen Hauch Zitronenschale. Also ein bisschen Pfeffer ist ja schon ein Viertel Teelöffel, also schon ordentlich Pfeffer. Ja, ist schon ordentlich, Das, wenn ihr Profis immer ein bisschen sagt, dann ist das nämlich eigentlich ganz schön ordentlich. Schon viel, ne? Nun mit Gemüsebrühe aufgießen. Das helle Toastbrot wird ohne Rinde in kleine Würfel geschnitten und in Butter angeröstet.
Also ich mache die eher immer Piano, weil A, kann die Butter natürlich am Anfang zu schnell verbrennen und B, kann der Toast natürlich auch schnell ungleichmäßig schwarz werden. Und deshalb bin ich da immer so ein bisschen vorsichtiger. Ja, die meisten haben ja keine Geduld, das ist ja immer das Problem. Ja. Während das jetzt noch köchelt, sollen wir schon mal ein bisschen was fürs Dessert vorbereiten? Ja, finde ich gut. Für Emmys süße Toaströllchen braucht man Toast, Backkakao, Erdbeeren, Haselnüsse, Frischkäse und Honig zum Süßen. Soll ich dir schon mal ein paar Erdbeeren schneiden? Ja, 2 mm. Also Scheiben, oder? Nein, ja. Kleine Würfel. Würfeln, ein leichtes für den Profikoch. Beim Toast entfernt Emmy die Rinde. Wie heißt denn dein Blog eigentlich? Mein Blog heißt Emmy kocht einfach. Okay. Weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, dass viele meinen, Kochen ist eine Herzoperation und trauen sich an viele Dinge gar nicht ran. Und deshalb kaufen die viel Convenience-Produkte. Leider, genau. Und das wollen wir ja auch immer verhindern, indem wir auch eher einfache Gerichte zeigen. Ja, ja, das finde ich ja eben auch ganz toll. Die Toastscheiben werden plattgewalzt. Als nächstes? Frischkäse, also Doppelrahmen, ne? Immer schön Geschmack haben. Ja. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht mit gerne Light-Produkte, aber bin ich gar kein Freund von. Soll ich dir schon mal ein paar Nüsse hacken, ne? Ja, das wäre toll. Die fein gehackten Haselnüsse sind für die Füllung. Der ungesüßte Backkakao kommt in den Frischkäse und wird untergerührt. Für die Süße sorgt Bienenhonig. Ist das nicht toll? Ja. Du bist ja mit Zucker nicht so. Ich mag Zucker gerne. Ich auch. Die selbstgemachte Schokomasse wird dünn auf den platten Toast gestrichen. Ich wollte Würfel, Björn. Ach, Würfel? Okay, sorry, da habe ich nicht aufgepasst. Da haben sie nicht sauber gearbeitet. Ja, okay. Aha. Aus Scheiben mach Würfel. Kein Problem für Björn. Umgekehrt wäre schwieriger. Die Würfel auf den Toast und gehackte Haselnüsse für den Crunch obendrauf. So, und dann rollen wir das Ganze. So einfach entstehen feine Schokoröllchen. Das ist echt Toast mal ganz anders. Puderzucker noch oben drüber? Aber das hast du dir selber ausgedacht. Also wir müssen jetzt an keinen Rezeptgebühr abtreten. Nein, das habe ich mir selber ausgedacht. Sehr gut. Fertig ist das süße Dessert aus einfachen Toastbrotscheiben. Weiter geht's mit der Suppe. Ein Schuss Sahne und anschließend wird püriert. Es ist immer schön, wenn man Blumenkohl püriert, kommt der Geruch der Senföle hoch. Und das bringt auch manchmal so eine leichte Schärfe mit. Fertig. Für das Highlight, den Toast Hawaii an Salat, braucht man Toast, frische Ananas, gekochten Schinken, Emmentaler, eine Cocktailkirsche, dazu Chicorée und Walnüsse. Ja, Emmy, ich konnte mir heute nicht verkneifen, du musst schon lachen, Toast Hawaii zu machen. Ne? Das ist ja wirklich der Klassiker. Ich glaube, das war somit das erste Fernsehgericht in Deutschland vom ersten Fernsehkoch. Damals war auch beim WDR Clemens Wilmenroth. Der begann 1953 als erster Fernsehkoch und ist somit der Vorreiter für alle Fernsehköche, also auch unserem Björn. Klar, man hat natürlich früher auch viel aus der Dose genommen. Wir haben ja gefühlt, so bin ich auch groß geworden, früher ganz oft Dosenobst gegessen. Ja, ja. So, ne? Ja. Und ich habe jetzt deshalb mal eine frische Ananas genommen. Wir machen so 4 Toasts. Ich schneide jetzt mal hier schöne Scheiben raus. Vielleicht kannst du ja dann mit dem Ring die mal, also einmal außen und innen ausstechen, dass wir halt schöne Scheiben haben. Brauchen wir Muckis wahrscheinlich, ne? Die frischen Ananasscheiben für den modernen Toast Hawaii werden in der Pfanne gebraten. Hast du jetzt Fett in die Pfanne oder ohne? Nee, ohne. Das ist ja jetzt der eigene Zucker, der das gleich so ein bisschen karamellisieren lässt. Fangen jetzt erstmal so mit mittlerer Stufe an. Ich wollte noch gerne so einen Salat machen. Und so einen Klassiker gab es bei uns auch früher oft. Chicorée-Salat mit Nüssen drin und mit Orangendressing. Ach, das, den kenne ich nicht, ja? Chicorée-Salat. Und dafür werde ich jetzt noch mal eben ein paar Walnüsse hier anspitzen. Unterdessen werden die Toastscheiben kurz angeröstet.
Also man könnte jetzt auch noch mal Butter drauch streichen, ja, aber das sparen wir uns jetzt mal. Weil Clemens hat Butter lieber, drauf. Ja, ah, komm, lieber ein bisschen mehr Käse nehmen dann, ja, einfach. Weil sonst wird mir das vielleicht dann doch zu mächtig. Gekochter Schinken passgenau geschnitten auf die Toastscheiben legen. Ah, irgendwie bin ich so ein bisschen nervös gerade mit dem Toast dabei, aber wird schon klappen. Der Chicorée wird in feine Streifen geschnitten. Für sein Dressing nimmt der Vorkoster einen Schuss Essig. Bisschen ganz normales Rapsöl. Dazu 2 Esslöffel süßen, körnigen Senf und den Saft einer Orange. Salz, Pfeffer dazu, fertig. Ich gebe die Walnüsse da rein. So. Ach, hackst du die gar nicht, nee, mehr? Lass mal so einen cool ganzen. Super. Du machst einfach das und kannst es ja so mit 2 Löffeln, ja, so ein bisschen durchrühren dann. Und das habt ihr immer zu Hause gegessen? So gab es das immer Eltern? Bei uns, ja. Ja, meine Mutter, wow, die hat immer einmal die Woche, gab es bei uns immer Chicorée-Salat. Den mochte ich als Kind gar nicht mal so gerne, weil du weißt das ja wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Früher haben ja so Chicorée und Rucola noch richtig bitter geschmeckt. Ja. Das haben die alles rausgezüchtet. Gott sei Dank. Ja. Dressing, Salat und Nüsse werden vorsichtig gemischt und parallel die heißen Ananascheiben auf den Schinkentoast gelegt. Das ist die moderne Interpretation à la Björn Freitag. Also ich mag ja gerne viel Käse. Ne? Ja, bist du dabei, auch, wenn ich 3 Scheiben da drauf mache? Ja. Hau drauf. Ja. Kochprofi Björn verwendet herzhaften Emmentaler. Also 3 Scheiben übereinander. Boah, das wird lecker. So einfach geht Toast Hawaii. Jetzt muss er nur noch in den Ofen. Bei 250 Grad Grillfunktion für 10 Minuten. Und dann wird geschmaust. Die Vorspeise, Blumenkohlsuppe. Jetzt natürlich das Wichtigste. Da habe ich mich früher echt als Kind immer drum gefetzt. Ja. Wir haben die auch immer in Knödel reingemacht. Kartoffelklöße gab es, genau, auch immer mit Croutons bei, ja, uns. So, und die Croutons rein. Ja, und jetzt kann ich nur noch sagen, guten Appetit. Lecker. Schöne, leichte Suppe, ne? Ganz toll. Und das Muskat schmeckt man auch, ja, toll. Und dann diese schon jetzt durchgesuppten Croutons, ja, die, ja, aber doch noch so ein kleines bisschen kross sind. Aber nun das Highlight der beiden. Natürlich die eine Kirsche, die lasse ich mir nicht nehmen hier. Die süße Cocktailkirsche, für Toast Hawaii ein Muss. Ein toller Kontrast dazu ist der leicht herbe Chicorée-Salat. Dass du sie karamellisiert hast in der Pfanne, das kommt auch super. Nicht einfach aus der Dose drauf. Genau. Also von dem Salat könnte ich eine ganze Schüssel, ja, essen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Der süße Senf kommt super. Das schmeckt für mich ja dann auch nach Heimat. Ich bin ja mit süßem Senf quasi groß geworden. Also ich finde, Toast Hawaii kann man ruhig mal machen zu Hause. Das ist keine Schande. Nee, auf keinen Fall. So, und jetzt noch der süße Abschluss mit Toast. Ja. Ja, ja, das habe ich echt noch nie gegessen. doch, das ist gut. Obwohl er jetzt auch schon länger da stand. Ja, ja. Der wird ja dann ein bisschen trockener, aber ja, ja, ist perfekt. Geht trotzdem. Schön mit den Nüssen. Dann kommt diese fruchtige Füllung. Und diese Frischkäsecreme finde ich ja echt total raffiniert. Weil das ist ja viel weniger Zucker als jetzt so ein Nuss-Nougat-Aufstrich. Ne? Aber genauso lecker. Das war das 3-Gänge-Menü aus Toast. Blumenkohlsuppe mit Toast-Croutons, Toast Hawaii mit frischer Ananas und Cocktailkirsche und süße Toaströllchen. Also ich finde heute 3 Gänge, alles mit Toast. Und ich glaube, wir haben schon ziemlich viel aus dem Toast rausgeholt, stimmt, oder? Ja, ja, also das war schon alles unheimlich lecker. Und vor allen Dingen hatte ich Spaß mit dir. Ja, das ist das Wichtigste. Ich auch. Ja. Hatte auch Spaß mit dir. Danke dir, Emmy. Und weiterhin natürlich viel Erfolg mit deinem Blog. Dankeschön. Ja. Unser gutes altes Toastbrot ist in Deutschland mit Abstand das beliebteste Brot, aber auch international sehr beliebt. Dann habe ich gelernt, es gibt verschiedene Herstellungsweisen und vor allen Dingen ist Toast so vielseitig einsetzbar. Man kann ein tolles Frühstück damit machen, eine leckere Vorspeise, einen Hauptgang, aber natürlich auch ein Dessert. Hat mir echt viel Spaß gemacht.